Lol, warte Leute, neues Update. Wir haben auch neue Spire-Herausforderungen rausgebracht. Die Story ein bisschen wieder fortsetzen. Wir dürfen wieder diverse Sachen machen. Jetzt müssen wir diverse Charaktere einmal finden. Diese Aufgabe war für viele schon jetzt letzte Woche ein bisschen aktiv. Konnten einige machen, war aber tatsächlich ein bisschen verbuggt, weil die Aufgabe zu früh da war. Es fehlten Dialoge, deswegen konnte man die halbwegs erledigen. Und jetzt solltet ihr einmal die richtig machen. Ich zeige euch alle Locations. Wir fangen an mit Killerküken. Welche der fünf Charaktere natürlich als erstes besucht, ist wurscht. Wir fangen mit Killerküken an. Den finden wir recht vom Weeping Woods. Dort findet ihr den ein bisschen am Rumtanzen. Der ist ein bisschen abgelegener, sollte vielleicht nicht so überrannt sein wie alle anderen Charaktere. Dann klickt ihr den an und ganz links wird ein Spire-Aufgabe sein. Die klickt ihr dann an, damit ihr dann seinen Dialog macht, damit er ein bisschen was erzählt. Und dann habt ihr schon euren ersten Charakter. Ich laufe zum zweiten. Gerne Abo-Button, Glocke an dieser Stelle natürlich für die weiteren Spire-Aufgaben, Wochen-Challenges und. Schnappt euch am besten ein Auto bei Weeping Woods. Dort parken eigentlich immer viele, ist nicht weit weg von Killerküken. Und fahrt direkt zu Tarana bei Bony Burbs. Dort findet ihr unseren Zweitcharakter, den wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben. Lauft auch der zu der einmal hin, ansprechen, linke Seite, die Spire-Aufträge annehmen. Habt ihr Nummer 2 schon abgehakt? Dann könnt ihr zu dem schon den dritten Charakter, und zwar Maiskolben. Den findet ihr bei Risky Reels, ne? Da ist Bony Burbs, The Spire, Risky Reels, weiter nördlich. Geht dann hier drauf auf das rechte Häuschen, dort läuft er ein bisschen rum, beziehungsweise Maiskolben. Auch links den Dialog auswählen, schon habt ihr Nummer 3. Als ihr jemand seid, der eher lieber nördlich landet bei Stealthy, könnt ihr erstmal natürlich mit der Lara Croft anfangen. Die findet ihr bei Stealthy Stronghold meistens auf der linken Seite bei dieser kleinen Ruine hier. Dort stolziert ihr eigentlich fast mit 90%iger Wahrscheinlichkeit um, manchmal ein bisschen weiter hinten, vorne. Auch ansprechen, abhaken, schon habt ihr euren vierten Charakter. Brauchen tut ihr tatsächlich nur 3, soweit ich das jetzt weiß. Und für die ganzen Sweaty Sands-Spieler können wir natürlich noch Raven links von Sweaty Sands in dem kleinen Häuschen rechts von der Pfannkuchenfestung. Ne? Die Pfannkuchenfestung ist ja hier links, beziehungsweise ganz oben links. Und Raven ist dann in ihrem kleinen Häuschen. Die könnt ihr natürlich auch ansprechen. Egal welche Reihenfolge, dann solltet ihr die Spire-Aufträge auf jeden Fall abgehakt haben. Gerne an dieser Stelle noch einen Like-Button, wenn euch das nur ein bisschen geholfen hat. Und gebt mir Flosse. Plopp.